ist natürlich ein ganz besonderes Schätzchen, was wir hier zeigen, weil Michael Schumacher natürlich als Deutscher und Weltmeister immer ein ganz besonderer Publikumsmagnet ist. Und das Auto ist natürlich, wenn wir es uns anschauen, ein ganz besonderes Highlight für uns. Das hier ist die einzigartige private Autosammlung vom milliardenschweren Unternehmer Friedhelm Loh. Mehr als 150 Wagen stehen hier im neuen Nationalen Automuseum im mittelhessischen Diezeutztal. Das Museum öffnet am Sonntag zum ersten Mal für die Öffentlichkeit die großen Garagentore. Ein Traum für Autofans, ein Benz aus 1895 im Originalzustand mit Laternen und Polstern aus Rosshaar. Sportwagen, Autoklassiker aus 8 Jahrzehnten oder einzigartige Rennwagen. Ein großes Highlight zwischen all diesen Autoschönheiten, der Schumi Formel 1 Rennwagen. Und bis zum nächsten Frühjahr seht ihr hier dann auch die Sonderausstellung 100 Jahre 24 Stunden Rennen von Le Mans.